Jein, also meiner Meinung nach wird die Islamfeindlichkeit in Deutschland ernst genommen, ja, aber nicht konsequent. Also nach außen hin, politisch, in den Medien ab und an, wird Islamfeindlichkeit zwar kritisiert, verurteilt, aber wenn es aber sie nicht konsequent deshalb, weil sie selber immer wieder diese islamfeindlichen Handlungen mit zu verantworten haben, wenn sie entsprechend Pauschalitäten in ihren Reden oder in den Schlagzeilen mit einführen, wenn sie Stereotype einführen, wenn sie antimuslimischen Rassismus kleinreden, wenn sie einseitig sich für eine Form von Islam, die sie jetzt selber als deutscher Islam oder als liberaler Islam bezeichnen, sich einseitig auf deren Seite stellen, entsprechende Personen finanziell oder medial unterstützen und die großen Religionsgemeinschaften und die Mehrheit der Muslime in dieser, zu diesen Themen keine Aufmerksamkeit bekommen.